desire. How can I persuade you to my affection? To my affection. Der Sven im OSC in Osnabrück. Weihnachten ist vorbei, Winterspeck muss runter. Oder zumindest den, den wir jetzt zu Weihnachten draufgehauen haben. Bei mir ist garantiert was draufgekommen. Ich trage heute mal rosa, vielleicht gefällt es euch ja. So, noch ein paar Tage, dann ist das Jahr rum. Und nächstes wird auf jeden Fall viel, viel besser. Garantiert. So, jetzt erstmal locker laufen lassen. Warm fahren. Geringer Widerstand. Ihr könnt auch im Takt fahren. Tap, 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 tap. Dann werden wir langsamer. Und wir drehen mehr Widerstand rein. Aber keine Angst, es ist noch kein Berg. Das dient auch noch zum Warmfahren. Wir gehen nur langsam hoch und langsam runter. Ein paar Mal. Widerstand drehen wir jetzt ungefähr so auf 30% rein. Es läuft schwergängig. Ihr müsst schon ein bisschen reintreten. Wir müssen auch damit auf Position 2 nach oben. Also dreht ruhig was rein. Schade sowieso nicht. Tap, 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 tap. Wir
wir gehen nach oben. Und wieder runter. Wieder hoch. Wir setzen uns wieder hin. Mal hoch. Equals my desire. How can I persuade you to my affection? Tap, 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 my affection. Tap. Und wieder hinsetzen. Wird euch wärmer? Mir auf jeden Fall. Bereit machen. Und wieder hoch. Nochmal nach unten. Etwas mehr Widerstand. So, 40%. Wir müssen was abtrainieren. So. Nochmal hoch. Und wieder runter. Wollt ihr nochmal? Gehen wir jetzt hoch. Das war das letzte Mal. Wir setzen uns hin. So, Widerstand bleibt drin. Gleich gehen wir nach vorne und nach hinten. In den Takt kommen. Müsste die gleiche Geschwindigkeit sein. So, 40% haben wir drin. Ihr müsst schon richtig reintreten. So, ab 50, 60 zieht man die Beine mit hoch. So, wir gehen hoch auf die 3. Macht euch bereit. Wir fangen mit 8 Beats an. 8 Beats hinten, 8 Beats vorne. Aufpassen. Und zurück. Arme sind lang. Nach vorn. Wir liegen auf dem Lenker fast. Zurück. Der Hintern berührt den Sattel, nach vorn, zurück, nach vorn, zurück, nach vorn, jetzt auf 4, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Vor, zurück, vor, auf 8, zurück, nach vorn, zurück, nach vorn, kurze Pause, gut. Thank you.
reinmachen. Mit 8 Beats wieder anfangen. Und zurück. Nach vorn. Zurück. Nach vorn. Zurück. Nach vorn. Zurück. Nach vorn. Nochmal auf 4. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Vor. Auf 8. Zurück. Nach vorn. Zurück. Nach vorn. Zurück. Und wir setzen uns hin. Widerstand bleibt drin. Bleibt intakt. Wir führen den Oberkörper ein. Dabei bewegen sich nur die Beine. Der Oberkörper ist fest. Geht hoch auf die 2. Und fest. Und locker. Und fest. Und locker. Machen und fest. Schön den Oberkörper festmachen. Etwas Lächeln dabei und locker. Und nochmal festmachen und fest. Und locker. Noch eine Minute. Einmal machen wir noch fest.
und fest. Und locker. So, wir setzen uns hin. Widerstand. Drehen wir runter. Oder wir nehmen ihn einmal ganz kurz raus. Wir fahren nämlich jetzt einen Berg. Vorher trinkt ihr noch einen Schluck. Ich hoffe, ihr seid jetzt richtig warm. Wir werden langsamer in den Takt kommen. Widerstand reindrehen, gleich auf 30% gehen. Tap, 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 tap. Wir erhöhen auf 40%. Wir gehen gleich hoch. Vorher drehen wir noch mal auf 50%. Wir gehen auf Position 3 und hoch. Setzen uns wieder hier hin. Wir sind bei 50% und erhöhen jetzt auf 60. Das bedeutet, der Widerstand ist so hoch, dass wir die Beine ein bisschen mit hochziehen müssen. Zumindest das Gewicht des Beines. Mehr braucht ihr nicht. Wir gehen dann wieder hoch und hoch. Zieht die Beine ein bisschen mit hoch. Aber es kommt ja noch schlimmer. Wer mich kennt, der weiß, dass da noch nicht der Schluss ist. Und wir setzen uns wieder hin. Insgesamt noch eine Minute, 45 Sekunden. Wir erhöhen.
den Widerstand auf 80%. Ne, auf 70, Entschuldigung. Wir waren erst bei 60. Ja, egal, 70, 80. Auf jeden Fall müsst ihr schon richtig ziehen und richtig treten. Wir gehen nochmal hoch. Und hoch. Zieh, zieh, zieh. Wer noch kann, dreht noch ein bisschen höher. Die letzten 40 Sekunden. Zieh, zieh, zieh. Hiernach gibt es einen Sprint. Dann machen wir die Beine wieder locker. Zieh, zieh, zieh. Nur noch ein paar Sekunden. Das Lächeln nicht vergessen. Ha! So, wir setzen uns hin. Widerstand ganz draußen, ganz. Wenn ihr wollt, könnt ihr im Takt kommen. Locker laufen lassen. Erholt euch. Jetzt tritt ein bisschen Widerstand rein. Wer was trinken möchte, macht das bitte jetzt. Noch 1,5 Minuten. Ungefähr. Ist der Puls wieder unten. Auf jeden Fall werden wir jetzt gleich wieder vor und zurück gehen. Das Ganze 6 Minuten lang. Nur noch ein paar Sekunden. Beine müssen jetzt wieder fit sein. So, es geht los. So, in den Takt kommen. Wir drehen wieder auf 30%. Eure Maximalkraft ist 100 und dementsprechend auf 30 runtergehen. Das bedeutet,
Es läuft zäh, wir müssen ein bisschen reintreten. Leichter Gegenwind von vorne. Wir erhöhen auf 40%. Wer möchte, dann die anderen lassen es bitte bei 30. Ihr braucht schon einen gewissen Druck. Wir fahren jetzt gleich oben. Wir gehen hoch auf die 3. Macht euch bereit. Wir fangen mit 8 Beats an. Und zurück. Nach vorn. Zurück. Nach vorn, nochmal, zurück, nach vorn, zurück, nach vorn und nochmal, zurück, nach vorn, zurück. Vorne, jetzt auf 4, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, auf 8, zurück, nach vorn, zurück, hinterm Brötchen Sattel. Nach vorn, zurück, nach vorn, zurück, nach vorn, nochmal auf 4, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor. Zurück, vor, zurück auf 8, nach vorn, zurück, nach vorn, kurze Pause vorne, intakt bleiben, noch 3 Minuten, die Hälfte ist rum. Fangen an mit 16 und gehen zurück. Arme lang. Jetzt besonders nach vorn. Nochmal auf 16. Zurück. Nach vorn. Auf 4, zurück, vor, zurück, vor, den ganzen Weg, zurück, Arme lang, nach vorn, Liegestütze, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück, vor, auf 8, zurück, nach vorne, noch 1,5 Minuten, zurück, vorne, könnt ihr noch, zurück, schön mitmachen, vorne, zurück, nach vorne, auf 16, zurück. Nach vorn. Nochmal, zurück.
nach vorne. Zurück. So, wir setzen uns hin, lassen die Hände langsam nach hinten rutschen. Widerstand einmal ganz kurz rausnehmen. Puh. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Als nächstes kommt wieder ein Berg. Trink bitte was. So, da ist er schon. Wir werden langsamer. Widerstand rein. Wir fangen an mit 30%. Es läuft zäh. Ihr müsst schon ein bisschen reintreten. So, das Gute ist, 5,5 Minuten noch. Da können wir was draus machen. Das ist übrigens unser vorletzter Berg. Wobei das andere auch nicht weniger anstrengend ist, was noch kommt. Wir erhöhen auf 40%. So, ihr habt es selbst in der Hand. Ihr könnt entscheiden, wann ihr aus dem Sattel rausgeht. Wir werden langsam Richtung 100% hochgehen. Quält euch. Kalorien sollten am Ende weg sein. Das schafft ihr. Sonst fällt Silvester aus. Noch 4,5 Minuten. Bis jetzt ist alles noch ganz locker. Gleich kommen wir auf 50%. So, auf 50 hochdrehen. Ihr zieht noch nicht die Beine hoch, aber ihr müsst schon richtig reintreten. 4 Minuten noch. Gefällt euch denn mein rosa Trikot? Wenn ja, dann schreibt doch was dazu. Dazu gibt es auch noch eine rosa Hose. Die ziehe ich aber nicht an, das ist dann zu viel. Too much. Ha. Keine Chance. So. Es wird schlimmer. Mehr Widerstand auf 60%. Zieht die Beine langsam ein bisschen mit hoch. Ich hoffe, ihr sitzt noch alle. Es dauert noch 3 Minuten. Die Hälfte ist rum. Minuten, 30 Sekunden. Zieh, zieh, zieh. Am Ende fängt es an, in den Oberschenkel zu brennen. Das ist gut so. Das muss. Wir erhöhen auf 80%. Zieh, zieh. Ihr könnt jetzt alles geben. Zieh.
Noch 1,5 Minuten. Die ziehen wir noch nicht ganz durch. So, wir hören jetzt auf 90%, wenn ihr wollt. Macht mit. Wenn es nicht anders geht, geht hoch. Zieht die Beine hoch. Keine 30 Sekunden mehr. Jetzt das letzte Mal. Das, was geht, reindrehen. Intakt bleiben. So, ihr dreht langsam den Widerstand wieder raus. Locker laufen lassen. Alles gut bei euch. Trinkt einen Schluck, wenn ihr es müsst und wollt. Jetzt gibt es einen Sprint. So. Wir drehen wieder Widerstand rein, so ungefähr 20%. In den Takt kommen. Sehr langsam. Wir fahren gleich doppelte Geschwindigkeit. Ihr könnt noch ein bisschen mehr Widerstand nehmen, 30% wäre optimal. Bleib bereit und tap, 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 Sprint, genau. Ha. Wir werden wieder langsamer. Das ist schon ziemlich langsam. Okay. So, dann machen wir noch mal einen Sprint. Ab. Jetzt. Tap, 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 tap. Ihr habt 30% Widerstand drin. Das zieht auch ein bisschen den Oberschenkel. Nicht schlimm. Noch ein kleines bisschen. Und jetzt dreht ihr gleich den Widerstand ein bisschen zurück, sodass es leicht läuft. Locker auslaufen lassen. Noch 1 Minute, dann machen wir Jumps. Ganz rausnehmen, locker laufen lassen. Trink noch mal schnell einen Schluck.
So, wir werden wieder langsamer. Ihr hört schon, in den Takt kommen. Tap, tap, tap. Widerstand ungefähr auf 20-30%. Ne, gleich 30. Wir gehen gleich hoch auf Position 2. Wir werden den Widerstand immer wieder erhöhen. Macht euch bereit. Acht oben, acht unten. Bis die Beine platzen. Und hoch. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Mehr Widerstand und hoch. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Jetzt auf 16. Mehr Widerstand und hoch. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Nach oben. Nach unten. Etwas mehr Widerstand. Noch 2,5 Minuten. Nach oben. Nach unten. Und hoch. Und runter. Wir sind ungefähr bei 50-60%. Und hoch. Und runter. Noch 2 Minuten. Mehr Widerstand. 70%. Jetzt zieht die Beine hoch und hoch. Und runter. Und hoch. Zieh, zieh, zieh. Und runter. Anderthalb Minuten noch. So, wir erhöhen noch einmal auf 80%. Keine Angst, es geht gleich wieder hoch. Und hoch. Schön die Beine hochziehen und runter. Zieh, zieh, zieh. Und hoch. Runter. Zieh, zieh. Nochmal hoch. Die letzten Sekunden. Und runter. Einmal noch. Letztes Mal nach oben. Und wir setzen uns wieder hin. So, Widerstand. Rausdrehen. Locker laufen lassen. Es ist soweit. Der letzte Berg kommt. Das schafft ihr auch noch. So.
gut 5 Minuten und 30 Sekunden. No. Wir werden langsamer. Kommen in den Takt. Widerstand reindrehen. Wir fangen gleich an mit 20-30%. Tap, 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 no. Tap, tap. Wir hören auf 40. Das brauchen wir. Wir gehen gleich hoch. Auf die 3. Und hoch. So, unser letzter Berg. Jetzt könnt ihr euch nochmal so richtige Vorausgaben. Viereinhalb Minuten noch. Das schafft ihr. Das schaffen wir. So, mehr Widerstand. Wir bleiben noch oben. Wir sind gut bei 50%. Noch 4 Minuten. Schön Takt bleiben. Wenn der Widerstand zu viel sein sollte, ihr nicht mehr im Takt fahren könnt, dreht ihr automatisch den Widerstand ein bisschen zurück. Wichtiger ist, im Takt zu bleiben. Wir erhöhen auf 60%. So, ihr müsst die Beine schon ein bisschen hochziehen. Noch gut 3 Minuten. Und wir setzen uns kurz hin. Schön die Beine hochziehen. Zieh. Zieh, zieh, zieh. So, wir erhöhen den Widerstand auf 70%. Zieht die Beine hoch. 2 Minuten ungefähr noch. Wir gehen gleich wieder hoch. Schön ziehen und treten. Lass die Oberschenkel brennen. Das muss so. Ja. Macht euch bereit. Position 3 und hoch. Setzt den ganzen Körper ein. Schön mit Schwung. Wir erhöhen auf 80%. Zieh, zieh, zieh. Ungefähr noch. Keine Minute mehr im aktiven Bereich. So, wir hören nochmal auf 90% oder fast so viel wie es geht. Zieh, zieh. Wichtig ist, im Takt bleiben. Zieh. Sie.
verbiegt euer Rad. Alles geben. Die letzten Sekunden. So, wir setzen uns hin. Jetzt das Fiese. Ihr lasst den Widerstand noch kurz drin. Treten und ziehen. Ja. Oh. Die letzten Sekunden. Das schafft ihr. Ja. Geschafft. So. Widerstand raus. Locker. Locker laufen lassen. Cool down. Puls runterfahren. Ich hoffe, ich schnaufe nicht so laut. Wenn ja, könnt ihr es ja gerne mal schreiben. Oh, ich drehe mal das Mikro ein bisschen zur Seite. So, ich hoffe, ihr habt alles gegeben. Bei mir das letzte Mal in diesem Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, wenn ihr wollt. So, Silvester wird es da ziemlich traurig sein. Wenn ihr ganz alleine zu Hause seid, könnt ihr ja im Prinzip auch alle Kurse nochmal nachfahren, die ich gegeben habe. Wäre nur so eine Idee von mir. Fände ich super. Damit kriegt man auch den Abend rum und man schläft danach auch besonders gut. Ne? Und das Bier, was man danach trinkt, das knallt dann auch richtig rein. Das braucht man dann eigentlich auch gar nicht mehr. Macht mal die 4 Kurse, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt. Vier oder 5 sind es jetzt, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, ist egal. Ihr seht es ja. Und wenn das nicht reicht, dann könnt ihr natürlich noch von Esther und von Andrea die Kurse mitmachen. Ihr kriegt den ganzen Tag rum, ich sag's euch. So, dann setzen wir uns mal aufrecht hin. Wir fangen an mit der Dehnung, bevor ich noch mehr Blödsinn erzähle. So, wir legen den Kopf zur Seite. Oh, und auf der anderen Seite strecken wir den Arm aus. Die Handfläche wird Richtung Boden gedrückt. Lösen, den Arm zurück, den Kopf zurück, ein bisschen Kopf ein bisschen auslockern, dann den Kopf zur anderen Seite legen, den anderen Arm ausstrecken, Handfläche Richtung Boden drücken. Einmal lösen, den Kopf wieder ein bisschen auslockern.
So, dann legt ihr den Arm vor die Brust, zieht ihr mit dem anderen Arm auf Brustel an den Körper ran. Einmal lösen, ausschütteln. Dann die andere Seite. Einmal lösen, ausschütteln. Jetzt die Handfläche zwischen die Schulterblätter. Am Ellbogen runterziehen. Schütteln. Andere Seite. Einmal lösen, ausschütteln. Jetzt die Handrücken aneinander. Die Arme gerade machen. Schultern nach vorne schieben, Kinn auf die Brust. Und dann drückt ihr die Hände so weit es geht nach vorne raus. Richtig stark nach vorne rausdrücken. Noch ein bisschen mehr und lösen. Einmal ausschütteln. So, jetzt das gleiche hinten. Die Hände zusammen. Die Schultern nach hinten ziehen. Die Hände vom Körper mit den gestreckten Armen nach hinten weg. So sieht es ungefähr aus. Und lösen. Einmal ausschütteln, wir drehen nochmal die Schultern im Kreis. Ganz hoch, ganz tief, ganz weit nach hinten, ganz weit nach vorne. Der maximale Radius. Das knackt bei mir alle so. Liegt wohl am Alter. Und dann mal in die andere Richtung. So, wir schütteln einmal die Arme aus, wir steigen vom Rad runter, jetzt sind die Beine dran. Wenn ihr es schafft, legt ihr den Hacken auf den Lenker oder auf eine erhöhte Position, damit geht das auch mit dem Durchstieg oder eben oben auf den Lenker drauf. Dann geht die Nase Richtung Knie runter, das Bein ist gestreckt. Ihr dürft auch mit der Nase das Knie berühren, da geht doch, ne? Schön den hinteren Oberschenkel ziehen. Großer Muskel. Noch ein paar Sekunden geben wir den. Das tut gut. Das tut auch ein bisschen weh. Oh, so. Einmal das Bein runter, ausschütteln, dann das andere Bein. Das gleiche hier, Nase zum Knie, Bein ist gerade durchgestreckt. Jetzt das andere Bein wieder. Wir fassen mit der Hand ans Fußgelenk, ziehen den Fuß zum Hintern hoch. Die Knie sind nebeneinander und dann drückt ihr das Becken nach vorne raus. Ja, mein Bauch natürlich auch, das ist der Nachteil. Ich trage nächstes Mal wieder schwarz, das macht schlanker.
meine ich jedenfalls so gut. So, einmal ausschütteln. Ja, das kommt davon. So, das andere Bein. Hand ans Fußgelenk, Knie nebeneinander, weg nach vorne rausdrücken. So, das soll reichen. Ausschütteln. Jetzt nochmal die Wade. Wir gehen mit dem Fuß nach hinten, mit dem anderen Fuß nach vorne. Vorne ein bisschen das Bein anwinkeln. Das Bein hinten ist gestreckt und die Wade wird gedehnt. Lässt das nochmal laufen, das Lied? Sonst ist es jetzt sofort vorbei. So, einmal lösen, ausschütteln, andere Seite. Wir sind aber auch gleich fertig. Noch ein paar Sekunden. So, einmal lösen. Ausschütteln. Jetzt hängen wir uns noch mal hinten an den Sattel ran. Gehen mit dem Oberkörper nach unten runter. Der Kopf ist zwischen den Armen. Ihr lasst das Gewicht nach hinten fallen. Die Beine sind angewinkelt. Und dann zieht ihr euren Oberkörper lang, tief ein- und ausatmen. Und beim Ausatmen schön entspannen und immer ein Stückchen länger werden. Das funktioniert. Sekunden. So, wir kommen jetzt ganz langsam wieder hoch. Beine gerade machen. Oberkörper langsam aufrichten. Ihr habt es geschafft. Bei mir, wie gesagt, Mittwoch bei Esther, Esther. Und Samstag dann bei Andrea und Montag. Freitag war das. Ja, genau. Mein Gott, ich komme da immer durcheinander. Am besten sei es gar nicht an, dann kann ich nichts verkehrt machen. Wer nichts macht, macht auch nichts verkehrt. Genau. Ich komme dir gut ins neue Jahr rein und ich hoffe, nächstes Jahr wird alles wieder besser. Kurse mit Teilnehmern frontal. Wunderbar, da freue ich mich schon drauf. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, die Impfdosen werden dementsprechend passend mal verteilt. Ich glaube, wir in unserem Alter kommen relativ spät dran. Mal sehen, wie es weitergeht. Und ich drücke die Daumen für euch. Kommt gut rein ins neue Jahr und trinkt ein Glas auf mich. Ne? Tschüss.